aber zumindest den Dünger, der kommt ja zum Bürgermeister. Psst, hier drüben, psst. Bist du gerade beschäftigt? Ich brauche etwas Holz und ich kenne da einen Händler. Kannst du mir etwas holen? Geht die Ablegerallee hinunter, er sollte auf dem Pfad hinter den Sandwichladen zu finden sein. Danke, Klein, ich schulde dir was. Oder nicht dann? Hey, hallo Rübe, hier drüben. Ich habe eine kurze Zeit Gedächtnis verloren. Ich versuche nur Gemüsegarten zu kommen. Ja, das kennen wir schon. Aber Holz? Oh. Hey Kumpel, holst du was für die Rübe ab? Na gut, hier, aber denk dran, du hast mich nie gesehen. Holz, was zum ist das? Illegal? Hat deine Mutter dir nie gesagt, dass du nicht mit Fremden sprechen sollst? Herzfrucht, die Frucht gibt dir ein weiteres Herz. Raffiniert. Und das einfach mal so. Nehme ich mal hin, also. Sollen wir uns hier nicht stören, würde ich sagen. Körpisch, Zeit, Autogramm, Slake Queen. Nur Dokumente kann man sammeln, okay? Hat sie vielleicht ein bisschen mehr. Danke, Kleine, ich weiß das zu schätzen. Hier nehmen die Schutzhelme, wir haben jede Menge davon. Schutzhelm, Sicherheit geht vor. Oh. Das ist immer ein Bauarbeiter. Bauarbeiter Rübe. Müssten wir nicht langsam deine kleine Berühmtheit sein, also. Eine Berühmtheit, die ganz viele Schulden hat. Aber eine Berühmtheit. Ich bin froh, dass die Tiere fort sind. Dieser Dünger wird sich auch als nützlich erweisen. Als Klage. Deine nächste Aufgabe als mein Assistent ist, ist mir einen vierzackigen Speer zu besorgen. Früher war er auch als Gabel bekannt. Assistenten stellen keine Fragen. Man erzählt sich, dass es in der verlassenen Farm eine gibt. Die soll wohl südlich von hier liegen. Ich habe die Horrorgeschichten von einem Haufen schimmliger Süßigkeiten an diesen Ort gehört. Du bist nicht in der Position, dich zu beschweren. Geh und hol mir eine Gabel. Okay, ich hol dir eine Gabel. Wir lernen gerne neue Tänze und posten sie auf Flipflop. Manchmal mache ich sogar Karaoke. Hallo, ich bin ein Lehrer aus einem nahegelegenen Beet. Schön, dich kennenzulernen. Ich würde gerne ein Mönch mit dir plaudern, aber meine Klasse wartet auf mich. Wir sind gerade auf einer Exkursion.
Es ist ziemlich cool hier und ich möchte, dass die Kinder sich später diese interessante Höhle dort anschauen. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Ich habe mein Handy da in die Klippe hinunterfallen lassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin aus Versehen an Hollys Handy gestoßen, als wir Aufnahmen für Flipflop gemacht haben. Und es ist die Klippe heruntergefallen. Ups. Wir können hier aber auch nicht stolpern oder so. Ja, ich weiß, aber ich habe keine Ahnung, wie... Alle Mandarinenhunde werden aufhören zu existieren, wenn das Spiel gewonnen ist. Was auch immer das heißt. Uff. Uff, uff. Okay. Wie geht's dir, Abenteurer? Mir geht es auch ziemlich gut, wenn du mich fragst. Ich bin einfach hier und beobachte diese hübschen Schnecken. Du musst wissen, ich bin der lokale Schneckenbeobachter. Dies hier ist eine von Aussterben bedrohte Art. Die Gemüse und Früchte müssen dafür sorgen, dass wir ihr Ökosystem nicht zerstören. Wir sollten friedlich koexistieren. Feldbericht 2. Es ist wenig darüber bekannt, wie viele Fische es in diesem Teich gibt, aber scheinbar können wir immer nur einen nach den anderen beobachten. Willkommen in Karottenbeet, Neuling. Ja, wir wohnen ziemlich weit weg von der Stadt. Es ist beängstigend, darüber zu gehen. Deshalb relaxen wir einfach hier. Wir wiegen uns hin und her, wie man das halt so macht. Da eigentlich jetzt irgendwie was zu sagen, weil... Wie geht's dir, Abenteuer? Mir geht's so ziemlich gut, wenn du mich fragst. Ja, ich habe aber gerade die Schnecken gekillt. Scheint aber nicht zu stören, dass wir die Schnecken gekillt haben. Okay. Hier hinten. More money, more work. Der Hausladen mehr Geld, mehr Arbeit in der Quittung. Er bedient die Pascha. Eine Packung Karottensamen. 3,32. Ein Artikel zwischen Summe 3,32. Okay. Wir sammeln Rechnungen. Ich kann keine Rechnung holen. Keine Sorge, hier bist du sicher. Es gab diesen seltsamen Ding, das hier vorbeikam, aber ich habe mich darum gekümmert. Was meinst du mit wie? Ich habe es in den Müll geworfen. Hast du dieses seltsame orange Ding gesehen? Ja, dieses kleine orangefarbene Ding, das hier vorbeikam, es sah uns irgendwie ähnlich, aber es war wirklich klein komisch, oder? Ich wette, die Aussicht von dieser Veranda wäre fantastisch. Schade, dass die Treppe kaputt ist. Vielleicht könnten wir mit einem Hocker dort hinauf gelangen. Verlorene Karottenbaby. Sein Babysitter sucht es bestimmt schon. Reiro, 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 Reiro. Gefällt dir meine spezial platzierte Kistensammlung? Die ist auf keinen Fall hier, um dich um diesen Level zu halten oder so. Das wäre ja verrückt. Hahaha. Nein, überhaupt nicht.
Aber wir haben das Karottenbaby. Dein Babysitter sucht es bestimmt schon. Vielleicht. Okay. Da kommen wir aber nicht ran. Da kommen wir halt noch nicht ran. Auf zum Babysitting. Wir brauchen den Hocker. Das hier irritiert mich halt. Ja, du hast sie gefunden. Vielen Dank, nimm meinen kleinen Hocker. Das ist buchstäblich das Einzige, was ich besitze. Dieses Mal kann sie nicht entkommen. Nicht, wenn sie auf meinem Kopf sitzt. Hocker kann zum Besteigen von Verandas verwendet werden. Für ein schlechter Babysitter. Vor allem, das ist ein Handy? Okay, das ist ein Handy. Ach, da kommt man von irgendwie von unten. Ist das denn automatisch? Nee. Das ist ein Lithi-Hocker, den du da hast. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich schreckliche Höhenangst habe. Also geh du ruhig vor. Verlassene Farm. Gesichtsmaske halte 2 Meter Abstand. Tagebucheintrag. Heute war ich beim Mathis Baseballspiel. Es war seltsam, da alle Masken trugen und wir weit weg von den anderen Familien saßen. Matt hat aber eine Menge Homeruns erzählt. Okay. Damit können wir also noch nichts anfangen. Du bist gestorben. Ja.
Ja, das halt nicht wirklich. Ich dachte nicht, dass wir. Sie haben keinen Schlüssel und hier ist. Die Olivenwache. Das war unglaublich. Das muss eine Art Superrübe sein, um unsere Verteidigung zu durchbrechen. Kriege ich ein Autogramm? Achtung! Auf dem Boden und für 20 für deine Verbrechen. Es dauert 2 Jahre, diese Tür zu befestigen, Kadett. Wie konnte ein Neuling wie du sie einfach sprengen? Hallo, kleine Rübe. Hätte ich nicht erwartet, dich hier zu sehen. Ich habe beschlossen, diese urbane verlassene Haus zu erkunden. Es war früher bewohnt von, wie nennt man diese humanen Wesen? Dieser spezielle Raum wird Kühlschrank genannt. Ich habe mich. Ich habe mich in den Bewohnern ich habe mich mit den Bewohnern unterhalten und ich vermute, sie sind schon ziemlich lange hier. Irgendwie verlängert die Kälte wohl ihre Lebensdauer. Scheint eine Art Verschwörung zu sein. Aber wenn das der Fall ist, ich frage mich, ob sie diesen Raum jemals verlassen können. Missionsbrett. Vorräte benötigt. Globale Erwärmung. Vermisstes Kind. Okay. Vorräte benötigt. Wir brauchen Sanitärartikel. Es gab Berichte, dass welche im Haus gesichtet wurden. Geh und hol dir sie. Sprich mit Schwester Beere. Globale Erwärmung. Unser Camp wird wärmer. Wir glauben, es liegt daran, dass der Generator ausgefallen ist. Hilfe. Sprich mit Campleiterin Depp. Vermisstes Kind. Rundrot, schwarze, seelenlose Augen. Sagt ständig Hilfe. Sprich mit Carly, der Kirsche. Immer langsamer, die jungen Pferdenpartner. Hast du wirklich gerade unsere Befestigung zerstört? Nun, dann bist du besser bereit, einen Teil der Kosten zu übernehmen. Geh rüber zum Missionsbrett. Einige Leute haben Arbeit, die erledigt werden müssen. Schau nicht so betreten. Rein, das ist das Mindeste, was du tun kannst. Nimm diesen Schlüssel, du solltest ihn benutzen können, um das Farmhaus weiter zu erkunden, um etwas Arbeit zu erledigen. Sei mir nur vorsichtig, Fäulnis breitet sich aus. Wenn du uns einen Gefallen tun willst, kannst du den Generator anwerfen. Das nenne ich meine coole Gurke. Würzgang. Du da? Ja, du Rübenkopf. Keine Sorge, auch ich kann Waffen halten, ohne Hände zu haben. Oder ja, weiß ich, dass Mafia-Blut durch deine Adern fließt. Hey, bist du mit Don Rübetto verwandt? Wenn ja, dann hast du Glück, dass ich diesen Glas bin. Dann würdest du dir nämlich jetzt die Radieschen von unten ansehen. Die mafiöse Familie beschloss, unser Revier zu verletzen. Für wen halten die sich? Halten ihre Versammlung in diesem blöden Gewächshaus ab. Oh je. Ich wünsche, ich könnte den Haupteingang bewachen. Alles Spannende scheint dort zu passieren. Gerade hat jemand die Tür zersprochen. Das ist so cool. Vielleicht bin ich als Wächter einfach nicht gut genug. Das erklärt, warum ich im Gefängnis stationiert bin. Ich glaube, ich bin eine gute Wache. Ich wünschte, sie würden mir eine Chance geben. Kaka. Kuku. Sei gegrüßt, Plebeitsche. Verständlicherweise seid ihr verblüfft. Angesichts meiner eloquenten Redensart, sorgt euch nicht. Die anderen sind lediglich imbezil. Ich wünsche diesen Land vergessen, Kühlschrank zu übernehmen und sei es das Letzte, was ich tue.
Betrüblicherweise brauche ich jedoch Beine, vielleicht auch Arme. Oh, hallo, wen haben wir denn da? Diese Blätter auf deinem Kopf sind erste Sahne. Sag mal, Schätzchen, könntest du mir ein paar Sanitärartikel besorgen? Ich brauche Pflaster, Medizin und eine Maske. Denkst du, du schaffst das? Oh, hallo, wen haben wir denn da? Ja. Wir haben eine Maske. Yo, yo, yo. Funke, Unke, Halunke, yo. Fühlt ihr's? Applaus für DJ Funke. Ich wünschte, ich könnte diesen lahmen Kühlschrank verlassen. Hier gibt es nichts zu tun. Früher habe ich Spiele auf meinem Laptop gespielt, aber er konnte der Kälte nicht standhalten. Aber das ist okay, ich habe noch ein altes Schachbrett. Ich habe ein paar Eisbrocken zurechtgeschnitzt, falls du mal spielen willst. Es waren nur 2 Sekunden. Ich habe mich nur für 2 Sekunden umgedreht und meine kleine Schwester ist aber weggelaufen. Ich sollte hier die Erwachsene sein. Nachdem unsere Eltern der Fäulnis erlegen sind, habe ich mich um unsere Familie gekümmert. Und jetzt ist meine kleine Schwester fort. Warte, du wirst mir helfen? Vielen Dank, bitte beeil dich. Ich habe gehört, die Cupcake-Monster laden sich gern an Kirschen. Hallo, Sühnchen. Ich dachte erst, dass der Neuling mein Sohn sein könnte, aber ein neues Gesicht ist definitiv ein erfreulicher Anblick. Ich glaube nicht, dass ich diesen Kühlschrank je verlassen kann, aber ich hoffe eines Tages, meinen Sohn wiederzusehen. Tagebucheintrag. Ich habe einen Geheimvorrat an Brownies, den ich im Kühlschrank versteckt habe. Matt isst sie ständig auf. Und das ist der einzige Ort, in dem er nicht. Das ist der einzige Ort, an dem er sie nicht finden soll. So. Den sie nicht findet, lol, ja. Hey. Medizin, sie haben den Deckel kindersicher gemacht, ja. Ein kindersicherer Deckel, aber jetzt fehlt uns noch ein Pflaster. Und ein Schlüssel. Oh, hallo, was? Wen haben wir denn da? Diese Blätter, ja, sag ich jetzt, dann könnt ihr mir ein paar Sanitärartikel. Ich brauche Pflaster, Benzin und eine Maske, ja. Aber wenn ihr mir nichts gibt, wie soll ich dir denn das finden? Schade. Hier geht's nicht rein, okay? Dann habe ich gar nicht gedacht. Ach, hier ist es. Was denn sagen, was geht jetzt ab? Pflaster, ein medizinisches Klebestreifen. What?
Schade. Ich mag ihn nicht. Mein Ritter, mein Ritter ohne Forsch und Tadel. Oh, vielen Dank, Liebes. Hier ist ein Schlüsselschätzchen. Liebe, komm wieder bei mir vorbei, wenn du eine Heilung brauchst. Ein Kuss mit Bärengeschmack sollte dich sofort heilen.